Akkommodationsübung. Du nimmst dir eine Postkarte mit einem schönen Landschaftsbild in die Nähe und setzt dich auf einen bequemen Stuhl, damit du diese Übung machen kannst. Du siehst dir jetzt diese Postkarte an oder dieses schöne Bild. Das muss nicht groß sein, das kann A6 groß sein, ebenso wie eine Postkarte ist. Schau dir dieses Bild an. Schau, was es alles drauf hat. Studier dieses schöne Bild. Versuch dir alles zu merken, was du da siehst. Du blinzelst, du atmest. Schau dir einfach diese schöne Karte an. Du hast ein Bild gewählt, was du gerne anschaust. Schau es dir gut an. Es soll ein Foto sein. Und keine Zeichnung. Ein Foto. Schau dir alles genau an. Und jetzt nimmst du die Karte oder das Bild in deine rechte Hand und beginnst das Bild ganz nahe zum Auge zu halten und ganz weit weg vom Auge wegzuhalten und hin und her, nahe, weit weg, nahe, weit weg. Du blinzelst, du atmest, du schaust auf diese Karte und du gehst ganz schnell nahe und fern. Du verschiebst dieses Bild ständig. Du verschiebst auch den Winkel des Armes, das heißt, du gehst jetzt mal nach unten. Und du blinzelst und atmest, gehst nach oben, auch mit den Augen gehst du mehr nach oben. Dann machst du seitlich diese ganze Bewegung und du wirst immer ganz nah, du klatscht mit der Karte auf deine Augen, auf dein Auge drauf und du guckst immer auf diese Karte. Und dann machst du auch die Winkel unten rechts. Und dann wieder geradeaus, dann gehst du noch nach links, oben links und dann überhaupt links und dann unten links. Und wenn du diesen Kreis gemacht hast, wechselst du die Hand, nimmst die Karte in die linke Hand und machst das Ganze mit dem linken Auge. Zuerst vertikal, horizontal und dann gehst du langsam hoch. Und dann gehst du runter. Und mit den Augen schaust du immer auf diese Karte. Und dann gehst du links. Und dann machst du auch nach links unten in die Ecke. Und dann bist du wieder gerade unten. Gehst ein bisschen nach rechts. Und dann bist du horizontal rechts. Und dann gehst du nach oben. Und dann machst du oben links die Ecke noch. Gehst wieder nach oben und machst nach oben rechts die Ecke. Und dann, egal mit welcher Hand, machst du das mit beiden Augen. Einfach noch eingemittet. Das heißt, du gehst da nur noch nach oben mit beiden Augen. Und noch nach unten. Das ist ein großer Radius. Dann nach rechts ist kein großer Radius, weil du mit beiden Augen drauf schauen sollst. Und nach links ist ebenfalls kein großer Radius mehr. Und dann machst du noch links oben, rechts oben, rechts unten. Und links unten. Dann legst du die Karte weg, stützt die Ellenbogen auf deine Oberschenkel reibst die Hände und setzt zum Palmieren an.
Das heißt, du lehnst deine Augen oder deinen Kopf in deine Hände. Atmest tief ein und aus und gibst deinen Augen Ruhe und Dunkelheit. Vielleicht kannst du dich an dieses Bild erinnern, was du gesehen hast, was es alles drauf gehabt hat und wie du diese Übung gemacht hast und was du empfunden hast. Vielleicht sind deine Augen jetzt auch ein bisschen müde, weil der Ziliarmuskel, der Muskel um die Linse herum, wurde jetzt trainiert. Auch die Iris machte ihre Bewegung mit dabei. Und das ist eine ganz wichtige Übung, um nahe perfekt sehen zu können. Also dieses Nahsehen braucht das optimale Zusammenspiel der Iris und des Ziliarmuskels und natürlich der Linse, die sich dabei bewegt. Das heißt, mit dieser Übung hast du deine Linse bewegt. Du hast sie dünn gemacht und du hast sie dick gemacht. Das heißt, der Ziliarmuskel hat das gemacht. Die Linse selber lässt sich nur dehnen oder nicht dehnen. Spüre die Wärme deiner Hände. Denk nochmal an das Bild. Was du alles gesehen hast da drauf. In allen Einzelheiten. Und dann nimmst du bei geschlossenen Augen deine Hände langsam weg von deinem Gesicht, gehst gleich über ins Strecken. Du streckst und gähnst und während dem Gähnen öffnest du mit Blinzeln deine Augen, nimmst mit einer Hand diese Karte und schaust sie dir an und versuche zu schauen, ob du Veränderungen wahrnehmen kannst. Ob du vielleicht plötzlich merkst, dass die Hügel oder die Berge auf dieser Karte dreidimensional erscheinen. Das heißt, eine Bergkette ist weiter hinten als die andere, viel mehr als beim ersten Mal anschauen. Also, dass diese Dreidimensionalität ersichtlicher wird jetzt auf diesem Bild, auf diesem Foto. Oder zum Beispiel eine Blume, die fast aus dem Bild zu dir hinspringt. Das ist das Ziel dieser Übung. Wenn das jetzt nicht so geklappt hat, dann mach sie einfach öfters und es wird irgendwann klappen, wenn du mit beiden Augen gleich siehst.